Mit großem Tamtam feiert die Deutsche Bahn ihr auf absehbare Zeit letztes großes Hochgeschwindigkeitsprojekt. Davon sollen nicht nur die Fahrgäste profitieren, die von Berlin nach München fahren. An diesem Sonntag vollzieht die Deutsche Bahn einen Fahrplanwechsel, der den Namen wirklich verdient. Denn jeder dritte Fernzug wird anders fahren als bisher, etwa einen anderen Weg oder zu anderen Zeiten. Das liegt an der Eröffnung der neuen Schnellfahrstrecke von Berlin nach München. Bereits am heute wird mit zwei Sonderzügen und an den Bahnhöfen groß gefeiert. Was bedeutet die neue Strecke für die Fahrgäste? Bahnfahrer sparen bis zu 2 Stunden. Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit NR 8 ist eines der wichtigsten Bahnvorhaben vergangener Jahre. Sprinterzüge brauchen künftig 3 zu 55 Stunden, von Berlin nach Nürnberg 2 zu 51 Stunden. Täglich gibt es 10.000 Sitzplätze mehr als bisher. Von dem Ausbau profitieren nach Bahnangaben rund 17 Millionen Menschen in verschiedenen Regionen. Was wurde gebaut? Wie lange hat es gedauert? Der zuletzt vollendete Abschnitt von Erfurt bis nach Ebensfeld in Oberfranken ist 107 Kilometer lang. Durch 22 Tunnel und über 29 Brücken fahren die Züge mit bis zu 300 Kilometern pro Stunde quer durch den Thüringer Wald und Oberfranken. Der Neu- und Ausbau der Strecke von Nürnberg nach Berlin hat am Ende rund 10 Milliarden Euro gekostet. Der 1991 Beschluss Szenebau verzögerte sich um mehrere Jahre, weil das Projekt 1999 durch die rot-grüne Bundesregierung vorübergehend gestoppt wurde. Was erwartet die Bahn von der neuen Strecke? Dank kürzerer Fahrzeiten hofft die Bahn auf mehr Reisende zwischen Berlin und München, unter anderem auf solche, die bislang das Flugzeug genutzt haben. Wir rechnen mit einer Verdopplung unserer Fahrgastzahlen auf 3,6 Millionen Reisen pro Jahr, sagt Fernverkehrschefin Birgit Bohle. In diesem Jahr dürften Bahnkunden bundesweit wohl 141 Millionen Mal mit dem ICE oder 99 fahren, das wäre ein Plus von gut 2% im Vergleich zum Vorjahr. Was müssen Fahrgäste auf der Neubautrasse zahlen? Die neue Strecke München-Berlin wird für Bahnfahrer deutlich teurer als die alte, 150 statt 132 Euro mit dem Flexpreis, ein Plus von 13,6%. Dafür haben sie die große Zeitersparnis. Was ändert sich sonst an den Fahrpreisen? Zum Fahrplanwechsel am diesem Sonntag werden Fahrkarten zum vollen Preis, dem sogenannten Flexpreis, im Durchschnitt um 1,5%.